Wo ist denn die andere Kralle? Da ist die andere Kralle. Muss er. Und ruft die Kling. Da kann man so schlecht daneben zielen. Alter, wenn der sich bewegt, ne? Sind die Küre gefällig? Wieso kann ich nicht... Wieso konnte ich denn gerade nicht angreifen? Irgendwie kann ich da nicht draufkloppen. Mein Schwert so gut? Ich kann da echt nicht draufkloppen. Meine Schwachstelle. Jetzt geht's hier. Aber auch nicht ganz. Alter, kriegt man schon scheinbar, wenn man runterfällt. Boah, die Angriffspunkte sind echt bescheiden. Well done. Ich dachte eben hier oben. Alter Falter. Er saß irgendwie. Was ist das? Lass dich von nichts aufhalten. Steckst du mir den Rücken? Alter, ich hab so ein kleines Fützelchen bis jetzt gemacht. Jetzt mit den Königswaffen habe ich nicht gerade viel Schaden angerichtet. What the fuck? Da soll ich gegen 120er kämpfen? Ey, die Schildkröte wehrt sich auch. Ja klar, du triffst mich hier oben. What the fuck? Hieß es gar nicht der Boss, die hat nur Bauchweh. Achso. Aufpassen, wenn sie anfängt zu laufen. Mhm. Das ist irgendwie voll dämlich hier gemacht. Ich kenn's nicht. Boah, das Vieh ist voll verbuggt. Ich kann gar nichts machen. Weil sobald ich dann hier irgendwie auf ihr drauf bin, war's das. Nein, weil ich da nicht weiter angreifen kann. Das ist... Gut, ja. Das ist echt blöd gemacht. Macht das nicht schon wieder. Das ist echt dämlich.
Aber mit was für einem Eingriff kannst du da drauf gehen? Okay, das macht doch schon ordentlich Schaden, der Ring. 2 bis 3.000 immer. Aber Alter, das ist ja ein Ewigkeitsding. Vielleicht hilft dir der Garuda weiter, wenn er den lang genug kämpft. Geht. Naja, ich muss einen bestimmten Prozentsatz erreichen. Vom runterkloppen. Damit das erst passiert. Aber ich glaube, selbst Garuda kann da hier noch nicht mal viel machen. Ich kann gar nichts hier machen. Könntest ja verstehen, weißt du, wenn das wirklich ein harter Fight wäre. Weil das hier, das ist ja... Das ist irgendwie... Wow. Ich kann nicht manuell beschwören. Ich habe die Option nicht. Gegen den Schädel antreten. So häufig hochporten. Uff. Ups, erstmal wieder aufladen. Hüste! Nicht zu weit runterfallen lassen. Das ist auch eine schlechte Ansicht, ey. Da kann man auch nicht gerade... Weil man ja weiß, so aufpassen muss wegen dem Landen. Oh, Mist. Oh, oh. Ist auf mir gelandet. Da kann ich nicht angreifen. Obwohl es da sinnvoller wäre. Versuchen wir dahin zu laufen. Hallo? Ist gerade Ziel. Auch so nicht. Hinten mal versuchen. Einmal rumlaufen, glaube ich, wird nicht funktionieren. Weil dann bin ich aus der Range. Das Ding wird mir aber auch nicht als Marker angezeigt. Ich habe immer noch nicht die Option,
Alleine, was ich so ein bisschen blöde finde, ist, ich habe da den Punkt. Gott. Da den Punkt, aber er will, mag halt immer dort das Ziel. Das ist extrem dämlich. Aber herumlaufen wird sich da nicht lohnen. Ich kann aber auch diesen blöden Zielerfasser nicht sagen. Also was anderes nehmen. Oh Mann, ich glaube, wir sind erledigt. War nett, euch zu kennen. Jetzt mal rein, ey. Wie lange ich jetzt schon gegen das Vieh kämpfe und ich habe da noch nicht mal ein Viertel? Was für eine kranke Scheiße. Stern? Schaden. Wenn ich jetzt wenigstens mal beschwören könnte, das wäre noch mal so ein, um zu wissen, ne? Wie ist es? Weil ich kann ja nicht manuell beschwören. Kinder, ihr könnt ruhig mal mit angreifen, nicht da drum rumstehen. Ja, beste Option. Ja, das Ding frisst halt mich aber auch leer, ne? Weil Königswaffe. Das Ding frisst schnell einen leer. Der Kampf dauert, umso größer ist die Chance, dass meine Gottheit vorbeikommt. Wie lange soll ich denn dann hier dran sitzen? Wenn es da mal so eine Zeiteinheit geben würde. Die Schwachstelle war voll für den Arsch. Hier noch mindestens eine Beschwörung, Mann. Egal wen. Habe ich nicht mitgekriegt, dass ich falle. Haben die aber auch so ein bisschen blöd gemacht an der Stelle. Wenn man schon gegen sowas Großes kämpft, bräuchte man da schon mal eine nettere Ansicht für sowas. Puh.
Oder dass man oben drauf bleiben sitzen kann oder so. Uff. Begabt. Schaden 8,7 plus. Okay, das war nur einer. Hinlaufen, stehen bleiben, cool tun und dann erst draufschleudern. Das ist easy. Ey, wer hat schon dran gedacht, dass man gegen die Schildkröte kämpfen muss? Alleine dieser Höhenunterschied. Atsch. Ach komm schon, gib mir endlich die Option. Nicht nett, Schildkröte. Gar nicht nett. Vor auf deinen Augapfel, du. Wenn man halt so noch drauf kloppen könnte, wäre das gut, aber so kann man ja nicht gerade viel machen. Also da kriege ich... Alter, ich habe gerade mal so ein kleines Pfützelchen hingekriegt, ey. Doch keine andere. Stelle, wo ich jetzt dran könnte. Pass besser auf, ich bin der Einzige, der da ordentlich immer noch drauf wummert. Wie viel? 5 Millionen, okay. Mhm. Okay. Ich glaube, das war nett, dass wir mit der Schildkröte mal versucht haben, mal, ne? War ja ganz nett. Also, no change. Ja, im Großen und Ganzen haben wir ja noch nicht mal die Oberfläche angekratzt. Das ist irgendwie so ein Game, weißt du, dass so ein Level, das macht man offline und kloppt die ganze Zeit drauf mit Pausen. War mit dem Level?
kämpfe gerade gegen Luft. Böse, böse Luft. Ich habe auch teilweise das Gefühl, dass das Vieh irgendwie voll verpackt ist. Dafür muss ich das Vieh erstmal überhaupt niederwerfen. Naja. Alter Gefatter. Vor allem ist jetzt nicht einmal die Möglichkeit, dass irgendeiner. Bisschen. Das, was er weg hat, habe ich gerade noch am Überleben. Man sieht so viel. Autsch. Weißt du was? Ich lasse dich einfach in Ruhe. Das bringt voll nichts. Trotzdem muss ich einmal kurz hier hoch. Muss mich aufladen. Ach, Nock, du musst natürlich da wieder so dämlich runterrutschen. Alter, das ist krank. Echt krank. Siehst du echt kein Vorankommen, weil die anderen kloppen da auch nicht großartig drauf. Du kannst da auch nicht stehen und irgendwie drauf kloppen. Nö. Das bringt's voll nicht. Gucken wir mal hinter die Schildkröte, aber das ist überall Fels. Das wird nichts bringen. Sie ist der härteste Gegner im Spiel, weil sie so viel LP hat. Naja, okay, ist verständlich, ne? Aber trotzdem, bringt nichts. Das ist sowas, muss ich dann aufmachen und das Ende dann aufnehmen und zeigen, weil sonst, ne? Ja, das sind Stunden. Wie weit ist denn ihre Range? Ich kann auch nicht mal Chocobo rufen. Puh, heftig. Die in dem Spiel echt bis jetzt noch nicht so großartig irgendwie Kampf entwichen, ne? Außer Mine zum Beispiel. Ja. Aber den Kampf ist ja für mich kein Problem zu führen, nur das dauert unnötig lange. Ja, guck mal, so selten, wie sie das Vieh treffen. Die fighten da nämlich immer noch. Aber... Wow. Könnte Prompto sein, weil er ja schießen kann. Ja, bin ich gleich aus der Range raus. Ja, richtig viel, ja, dann ein anderes Mal, weil... Das ist ja... Mietzeit ist abgelaufen. Ach, danke für die Information, dass die Mietzeit abgelaufen ist. Die
Die Schildkröte ist wieder ein Berg. Ich glaube, ich habe mich noch nie so klein gefühlt. Die Adamantaimai ist so alt wie die Welt. Sie ist kein Gegner, mit dem ein Mensch sich messen sollte. Zumindest heute war sie es nicht. Krasse Scheiße, echt. Das ist mal heftiger Stiefel, du.